Ich bin Joscho und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Steelbook Unboxing und jetzt haben wir was hier liegen. Das liegt OVB bei mir schon so lange hier. Wahnsinn. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, deswegen zeige ich es euch heute. Es handelt sich um das Steelbook von Star Trek Nemesis. Es gab dann verschiedene Covers hinten drauf. Und es gab dann ein gesamtes Bild, ne? Genau, ich habe nicht alle, aber das habe ich zufällig. Machen wir mal auf. Habe ich, also 3 Jahre kann es schon da liegen. Nehme ich jetzt mal an. Jo. Machen wir auf. Ja, bevor ich die so einräume, zeige ich es euch. Vielleicht interessiert es jemand. Genau, ist leider hier mit Klebebobeln befestigt. Ich hoffe, ich bekomme das gut ab. Wunderbar. Einigermaßen, sagen wir so. Einigermaßen. Ey, das ist ja sogar geprägt. Lego Funny. Da muss ich mit Reinigungsbenzin wahrscheinlich schon mal drüber. Ey, das ist ja geprägt. Ja, geil. Ja, leichte Rückstände, da muss ich wahrscheinlich mit Reinigungsbenzin vorsichtig mal drüber. So, dann machen wir es erstmal safe. Genau, und hier vorne sieht man es dann. So wird es dann komplett aussehen, wenn man es alle hat. Genau. Hier sind schon mal die Daten. Was haben wir denn für einen Ton? Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 5.1 Dolby Digital, okay. Jo, dann legen wir das erstmal auf beiseite. Und dann haben wir hier erstmal das Frontmotiv, wobei hier geprägt ist, man kann es sehen. Die Schrift ist geprägt, cool. Wenn da noch eine kleine Rahmenprägung hier außenrum wäre, wäre noch besser gewesen, aber das ist doch mal cool. Man sieht vielleicht leichte Kleberückstände hier. Muss ich mit Reinigungsbenzin mal vorsichtig drüber gehen. Ja, dann haben wir hier ins Bein. Wie gesagt, es gibt dann ein Bild am Schluss. Genau. Und hier die Rückseite. Und im Gesamten sieht es dann so aus. Innen drin sieht es so aus. Schlicht gehalten, aber mit Innendruck, mit farbigen Innendruck. Muss ich echt mal schauen, dass ich die noch komplett bekomme, die Reihe. Die Disk ist bedruckt. Und hier nochmal die Innenansicht. Genau. Trotzdem cooles Steelbook, auch mal geprägt. Cool. Jetzt muss ich mal schauen, waren die anderen auch geprägt. Ja, waren auch geprägt. Die waren hier auch geprägt, die Schrift. Jo, coole Sache. Film kenne ich noch, aber ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, welche das war. Ich habe die alle, die neueren auf jeden Fall alle gesehen. Also die aus den 90ern. Die alten habe ich, glaube ich, nicht alle gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen. Jo, und wie immer sage ich, ich bin froh, dass ich den trotzdem in der Sammlung habe. Und ja, und schau, dass ich vielleicht die noch komplett bekomme. Und jo, für alle Mediabook-Freunde, nächste Woche geht es weiter mit Mediabooks. Diese Woche wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich habe noch viel hier, also könnt euch freuen. Und alle Steelbook-Freunde, auch für euch wird wieder was kommen. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Servus. Und schreibt mir einen Kommentar.